Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla mit mir, dem Jan. Jetzt sprechen wir mit Azar. Bist du also bereit, nach Irland aufzubrechen? Du sagtest kein Wort darüber, dass der König mein Vetter ist. So war es höchst erbaulich, oder nicht? So ein kleines Rätsel. Ich weiß lieber, worum es geht. Aber die Überraschung war sehr angenehm. Er will dich gern sehen. Sollen wir die Segel setzen? Ja, ich möchte jene Lande sehen. Und auch Baryt. Irland. Ein Flickenteppich aus Kleinkönigen, die sich um Hügel, Weiden und grüne Täler zanken. Meine Wahlinsel. Azar, wie kommt es, dass Baryt so nordisch wie Gletschereis König von Düflin ist? Düflin ist eine Wikingerstadt. Und zudem kommen Händler und Bettler aus aller Welt, um in seinen Schlammstraßen herumzustolzieren. Seltsam, sich Baryt als König einer Stadt vorzustellen. Es klingt nobler, als es in Wahrheit ist. Irland hat wirklich viele Könige. Sie sind überall, die Abfall. Und Baryts Thron ist nicht sicher. Flann Shinner hat das Sagen. Wer ist das? Der baldige Hochkönig von ganz Irland. Flann misstraut den Nordleuten, obgleich er sie braucht. Baryt wird einen Weg finden. Als Junge war er kein Kämpfer und doch konnte er sich stets behaupten. Sicher ist es wahr, was du sagst. Sein Volk liebt ihn jedenfalls. Deine Mannschaft kann hier unterkommen. Los, suchen wir Baryt auf. Eivor! Blut von meinem Blut! Sieh dich an! Du hast die Wangenknochen von Tante Rosta. Und du erst. In dir lebt noch immer der kleine Junge. Es ist einiges geschehen, seit wir den alten Gangrat mit Apfelresten bewarfen. Das hat er uns nie verziehen. Und Sigurd und der Clan? Wie ergeht es allen? Es gibt viel zu erzählen. Aber lass mich erst deine irische Luft atmen. Danke, dass du meinen Hafen vor Brandstiftern bewahrt hast, während ich fort war. Meinen Hafen? Ja, alter Mann, ich kann auch ohne dich in meiner Stadt herrschen. Du hast eine gute Zeit gewählt, Eivor. Ich halte ein Fest zu Ehren meines Sohnes Siegfried ab. Er zählt nun 17 Sommer. Ein 17-jähriger Sohn. Und er ist ein recht schwieriger Junge. Komm, ich habe dir viel auf dem Weg zu meiner Feste zu zeigen. Die Königswürde, ein Sohn und eine Feste. Du hast wahrlich ein prächtiges Leben. Nun ja, es ist ein Holzhaus. Schön gearbeitet, sicher. Aber in Shiraz wäre es das Heim eines mittelmäßigen Teppichhändlers.
Führe mich zur Holzhütte deines Knüpfwerkkrämers, Baröd. Okay, jetzt sind wir hier in Irland. Sieh dir nur die Anleger an. Als Stadt ein Säugling, aber mit dem größten Hafen Irlands. Man weiß die irische Luft nicht zu schätzen, wenn man den Gestank des Hafens nicht ausgehalten hat. Mit der Stärke dieses Hafens will ich meine Königswürde sichern. Azar erzählte mir, dass dein Thron nicht auf festen Beinen steht. König Flan muss nur etwas überzeugt werden. Wenn Düflin ein riesiges Handelsnetz hat, bringt es Reichtum nach Irland. Sieht Flan das ein, sind mein Königstitel und noch der der Kinder meiner Kinder gesichert. Ich kann dir keinen Thron schenken, aber ein riesiges Handelsnetz liegt in meiner Macht. Ich würde niemandem sonst meinen Handel anvertrauen, alter Mann. Du lässt zu, dass er dich so nennt? Ich habe schlimmere Namen für ihn. Oh, der ist ein Mann. Hier verlasse ich euch. Verpasst das Festmahl nicht. Ich werde in Kürze dort sein. Boah, hier gibt's wieder so viele Sachen zum Sammeln. Ja, auf die nächsten 100 Folgen. Barret, mächtiger König. Ethel, dies ist meine Base Eivor. Zeig ihr den Bogen, den ich für sie in Auftrag gab. Der ist für mich? Wie schön er gefertigt ist. Mein bestes Werk. Probier ihn aus. Triff die Ziele, bevor der Sand durchgelaufen ist. Schaffst du sie alle? Natürlich werde ich das. Sei bereit zu staunen. Du bist aber selbstsicher. Wohlan, ich werde mich für dich schämen, wenn du versagst. Sieh meine Pfeile fliegen. Das werde ich. Und los! Ein wirklich schöner Bogen. Danke, Barret. Da verlässt du das Boot nach langer Seereise und schießt wahrlich meisterlich. Den benutze ich aber nicht. Weil ich brauche nicht so viele Pfeile auf einmal. Glaube ich. Ein schöner Ort. Warte mal. Ist das ein Gotteshaus? Ja, Christus eigene Kirche. Irland ist nun vor allem christlich und Düflin ebenso. Viele Nordleute knabbern Oblaten. Du gibst ihnen einen Platz? Und? Auch ich habe einen Platz im Haus Christi, genau wie in der Halle Thors. Solange ein Gott mich beschützt, habe ich einen Altar für ihn. Ich habe diese Stadt aus Trümmern erbaut. Vor 20 Jahren wurden wir Nordleute besiegt. Die Iren übten Rache und plünderten Düflin. Azar sagte, dies sei eine Wikingerstadt. Von Nordleuten gegründet und von mir gesund gepflegt. Als ich König wurde, war ich König einer Schlammgrube. Okay. Ach, das ist ein Rabe auf der Flagge. Dort vorn ist es. Mein Heim. Ich bedauere nur, dass meine Mutter und meine Frau dich nicht begrüßen können. Sie sind gerade auf Reise in die Berge. Die Wasser dort stärken die Gesundheit meiner Mutter. Ich blieb zurück, meinen missratenen Sohn zu züchtigen. Und ein Festmahl zu geben. Das bereits im Gange sein sollte. Sollte. Hey, Barret, sei gegrüßt. Da sind wir. Geh nur, vergnüge dich. Ich muss mit meinem Sohn sprechen. Komm zu uns, bevor der Abend endet. Hey! Hallo, amüsierst du dich? Ein großer Spaß und ein triftiger Grund, unseren zukünftigen König Sigfrid zu feiern. Ich bin neugierig. Wie hat sich Baröd als König bisher geschlagen? Oh, ganz wunderbar. Er veranstaltet gern Festmahle und lädt auch uns einfache Leute ein. Also vielleicht eher Gastgeber als König, aber er ist ein guter Mann. Und die Stadt war nie geschäftiger.
Mich würde interessieren, wie dein Leben in dieser Stadt so ist. Nun, es gibt einiges an Arbeit zu tun. Kisten schleppen, Dreck schaufeln. Ich selbst bin Gerber und verbringe meine Tage damit, Tierhäute in Kuhpisse zu tränken. Du riechst es wahrscheinlich. Durchaus. Genieße das Festmahl, mein Freund. Du ebenso. Dann reden wir hier noch. Was erwartest du, Vater? Sah, ich war mir nicht sicher, ob ich dich hier sehen würde. Warum das? Ich dachte, du würdest lieber deine Waren zählen, als gröhlende Wikinger zu beobachten. Und du? Würdest du lieber Zeit mit dieser Tratsch-Tante verbringen? Ich begrüße auf Festen gern alle. Es mangelt hier nicht an Erbaulichem. Vergnüge dich nur. Nee, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir irgendwann mal anders. Siegfried! Mein Sohn hat sich wie der nächste König zu verhalten und sich nicht im Dreck zu suhlen. Ach, also nimmt Flan dich zum furzenden Possenreißer? Denk mit deinem Kopf, nicht mit deinem Arsch. Flan kann meinen Thron sichern, der eines Tages dein sein wird. Das macht dich zum Arsch. Genug! Eivor, mein Sohn Siegfried. Entschuldige mich, ich muss den Kopf frei bekommen. Sprichst du bitte mal mit dem Jungen? Ich habe mich darauf gefreut, den Sohn meines Vetters kennenzulernen. Ah, du bist also die Base, von der mein Vater so schwärmt. Ist es schon so weit, dass der alte Wikinger einschiffen lässt? In Nordwege lägest du bereits auf dem Boden. Dann komm doch, wenn du Ehre im Leib hast. Wie du willst, Kleiner. Du wirst nicht einen Treffer landen. Ich sollte dir wohl danken, dass du mich nicht blutig geschlagen hast. Ich bin nicht hier, um mit dir zu streiten, Siegfried. Vater spricht so lobend von dir. Ich wollte sehen, ob du den Geschichten gerecht wirst. Wer wird das schon? Bist du mit der Herrschaft deines Vaters zufrieden? Er hat, was ein guter König braucht. Aber stattdessen gibt er lieber den schmierigen Händler. Ein Besuch in Nordwege könnte einem jungen Dränger Gutes tun. Ich täte nichts lieber, als mit Vater zu gehen. Vielleicht würde die Heimat seinen Kampfgeist entzünden und Tiflin einen starken König schenken. Ich habe deinen Vater verloren. Weißt du, wo er sein könnte? Er wollte den Kopf frei bekommen. Das heißt, er besucht Großvaters Grab. Er spricht fast jeden Tag mit ihm. Barhut kann mit den Toten reden? Nein, seine Gespräche sind einseitig. Das Grab ist oben auf dem Hügel. Ich finde ihn schon. Danke, Siegfried. Eva, bring mir irgendwann bei, wie man so zuschlägt, ja? Wie Karte öffnen, um Ziel zu finden. Okay. Suche Bright auf. Er ist bei Familiengrab südlich von Duflin. Er ist auf einem Hügel bei einem großen Baum. Ah, da. Da ich ja jetzt erstmal hier frei rumlaufen kann, werde ich zum einen hier erstmal diese Schriftrolle einsammeln. Sofern ich hier so einfach hochklettern kann.
Ja. Mann, ey. So. Nein, hier. Lange bevor der Mensch nach Irum kam, entstieg ein Volk dem Himmel wie Nebel und siedelte hier die Tuatha de Danann. Sie waren göttliche Helden, Frauen und Männer, dessen Wissen und der Freude. Sie waren Schöpfer der uralten Steine, die wie der lila Pfeil überall auf unserer Insel verteilt sind und lebten in Frieden und Weisheit als Vorbild für Druiden, die ihnen nachfolgten. So. Da kommt jetzt wieder und meine Lieblingsbeschäftigung. Zettel hinterherjagen. Ich verstehe es nicht. So. Dann hier Aussichtspunkt. So. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.